Hallo und grüß dich bei Sportlena. Super, dass ihr wieder mit dabei seid. Endlich ist es soweit. Wir haben das erste Flyer Abruck X zum Testen bekommen. Neue Elektronik, neuer Akku, neuer Motor, neuer Rahmen, neues Design, neu wohin das Auge blickt. Nicht umsonst haben die Schweizer für diese Serie den Innovations- und Design Award 2022 abgeräumt. Und der ist seit Jahren ein Gütesiegel für herausragende Produkte. Aber nun genug, schauen wir uns das Teil mal genauer an. Flyers nächster Evolutionsschritt, die Abruck X-Serie, hier das 870er. Doppelwandiges, hochfestes Carbon machen den Rahmen extrem edel und super steif. Das Fahrwerk mit seinen 150 mm Federweg hinten wie vorne liegt tadellos im Gelände. Die großdimensionierten Lager im Hinterbau sind auf technischen Einsatz vorbereitet. Der Panasonic GX Ultimate Motor mit 95 Newtonmeter hebt sich über seine Leistung und auch über seine Laufruhe gegenüber dem Mitbewerb gut ab und macht richtig Spaß. Bergauf ist der bärenstark, fast nicht zu übertrumpfen. Hier das Fit Kompakt Display, perfekt ablesbar, leicht in der Bedienung, richtig schön geworden. Die Fernbedienung ist zart und liegt richtig gut in der Hand. Auch hier, beide Daumen hoch. Das Bike ist vorverkabelt für mankeleidtaugliche Beleuchtung. Kabel gehen schön in den Steuersatz hinein. Das Werkzeug für die Akkumontage ist immer mit dabei. Einfach angesteckt, ein paar Umdrehungen aufgemacht und schon habt ihr den Akku in euren Händen. Über die Verschraubung hält der Akku natürlich bombenfest im Rad. 750 Wattstunden, wie es sich gehört zurzeit. Neuer Stecker und inklusive 6 Ampere Ladegerät. Servus! Aber auch bergab hatten wir jede Menge Spaß. Das Ding liegt super ruhig und ist mächtig schnell. Ob das Mallet hier dazu beiträgt, also vorhin der 29-zöllige Reifen und hinten der 27,5-zöllige Reifen, wir sind uns zwar noch nicht ganz sicher, aber es wird schon seinen Teil dazu beitragen. Jupp, danke soweit. Vielen Dank schon mal fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Dein Sportlena.